das Spiel zusammenzufassen, das Beste waren die zwei Paprikawürste. Und ich wäre froh gewesen, wenn sie unsere Spieler nicht wie erbärmliche Würstchen benommen hätten. Unterirdisch, Negativtrend der letzten 4 Jahre fortgesetzt, im 5. Spieljahr. War gut, Spiel war scheiße. Was heißt scheiße? War nicht scheiße, aber defensive. Kann vergessen. Ja, kann man vergessen heute. Es ist eine mittlere Katastrophe. Es war die absolut schlechteste Leistung, die ich beim HEC je gesehen habe. Ja gut, es war jetzt heute schade. Ich sage jetzt mal nicht so den Auftakt nach Maß, den man sich eigentlich erhofft oder erwünscht hat. Nach den eigentlich guten Eindrücken der letzten paar Wochen hatte ich gedacht, dass wir heute vielleicht die ersten 3 Punkte erfahren können. Ja, wir haben gehofft, dass wir vielleicht auch die Siegermentalität vom Ringen ein bisschen mit rüberbringen können. Ins Eishockey ist uns nicht gelungen, jetzt müssen wir hoffen auf die nächsten Wochen, aber man hat natürlich schon gesehen, dass das Team Potenzial hat und jetzt wird es dann an der Zeit, dass man die abruft, aber dann bin ich auch guter Dinge, dass wir auch hier dann Siege sehen werden. Hey Leute, Christian Mayer hier von der Red Devils, Heilbronn, zusammen mit dem Präsidenten Jens Petzold. Wir haben uns zusammen das Spiel angeguckt, ging leider nicht so aus, wie wir alles erhofft hatten. Wie bei uns gestern, ist es erst dann vorbei, wenn es vorbei ist. Wir lagen gestern auch noch zurück und haben das ganze Ding gewählt. Von daher geht es jetzt einfach darum, den Optimismus einzuschalten und so wie hier beim Buffet einfach Energie zu tanken. Ja. Und in dem Sinne, weiter geht's. Die Saison geht noch weiter. Es ist noch nicht vorbei. Es gibt noch Hoffnung. Und die stirbt bekanntlich zuletzt.